Hallo Spieler, kommt hier rüber. Herzlich willkommen bei Onkel Zocker, wo wir weitermachen mit dem Speedrun durch die Welt von Hollow Knight. Letztes Mal haben wir uns das Crystal Heart geholt und den Descending Dive Zauberspruch Spell. Zauberspruch klingt immer total bescheuert. Ich sag von jetzt ab nur noch Spell. Heute erledigen wir den Dung Defender und holen uns Isma's Tier, eine weitere Fähigkeit. Sage ich dann, was das ist, wenn wir da sind. Es gibt ein paar schwierige Stellen auf diesem Weg und die erste schwierige Stelle ist direkt der Einstieg hier. Da wollte ich eigentlich nicht landen. Schlechtes Management des Speicherns. Wir müssen jetzt mal sehen, wie wir hier am schnellsten rauskommen. Ich gehe jetzt mal zurück in die Stadt hoffentlich. Weil der Weg oben durch Crystal Peaks ist auch nicht ganz ideal. Oh, jetzt müssen wir da vorbei. Hier auch. Ich hoffe, dass wir da jetzt schnell zu einer Station kommen. Ja, das sieht doch gut aus. Denn wir müssen in die City Storerooms für diesen Start. Wir gerade ein bisschen aufpassen. Ich glaube, wir müssen nach unten. Ja. Aber nicht hier lang. Stag Station, nehmen wir einmal die Bank noch mit, falls irgendwas schief geht. Und wir rufen den Stag Express. Ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Ich habe wahrscheinlich am Ende der letzten Folge bin ich mit dem Stag nach City Storerooms gefahren, habe aber dann da nicht an der Bank mich ausgeruht und dann hat es die Safety Bank zurück. Hat es uns an die Safety Bank zurückgesetzt zu Beginn dieser Folge. Ich habe jetzt gar nicht gezeigt, wir sind bei knapp 1,5 Stunden. Dieser Abschnitt jetzt enthält noch keinen der drei Dreamer, aber wir sind nicht mehr weit davon entfernt. Oh, das war falsch. Da wollen wir gar nicht rein. Oh, und sterben wollen wir eigentlich auch nicht. Hier wollen wir rein. Und jetzt ist unsere erste Aufgabe die Royal Waterways aufzuschließen. Dafür haben wir in der vorletzten Folge, glaube ich, den Simple Key uns geholt. Den benutzen wir dann gleich. Wir machen uns jetzt auf den Weg nach unten in der City of Tears. Oh. Tür auf. Runter. Soweit es geht. Und dann gehen wir hier runter. Und dann sind wir gleich in neuem Gelände. Hier noch eine Tür auf. Und da noch ein Aufzug. Und hier ist der Eingang in die Royal Waterways. Hier brauchen wir den Simple Key. Und jetzt geht es los mit Neuland. Wie gesagt, die Aufgabe für diese Teilstrecke ist Dung Defender besiegen und Isma's Tier besorgen. Und dabei möglichst weiterhin gut in der Zeit bleiben. So, hier sind wir schon an der ersten Safety Bank. Dann machen wir hier einmal den Shortcut auf.
Wir erkennen an dem veränderten Hintergrund, dass wir auf dem besten Weg sind. Da hören wir auch schon den Dung Defender schreien. Ich hoffe nur, das ging in den Proberunden mal besser, mal schlechter. Eigentlich ist er nicht so schwer. Der kann aber randomisiert ein bisschen Kummer machen. Und jetzt gehe ich da ohne Soul rein. Das ist nicht ganz ideal. Aber wir werden sehen, wie es läuft. Hier ist er. Der Mistkäferretter. Wir sind noch im Rennen. Ja, wenn es knapp war. Ja. Knapp. Ja. Na gut. Erster Versuch. So ist das. Ah, jetzt direkt falsch abgebogen. Nicht gut. Jetzt natürlich wieder die übliche Dynamik, nachdem man einen Bosskampf versiebt hat, müssen wir als erstes mal, um unsere Soul-Speicherfähigkeit wiederherzustellen, den Shade besiegen. Und der ist hier leider im Bossraum. Das heißt, das Timing ist ein bisschen kritisch. So, das hat geklappt. Was meine ich mit random? Das Problem ist, dass man nicht weiß, welche von diesen Attacken er macht. Ein paar von denen sind leichter zu managen als andere. Das zum Beispiel ist nicht so schlecht. Das war nicht ideal. So läuft das schon besser. Schlussphase. Dürfte es dann gewesen sein. Okay, Dung Defender ist down. Auch wenn auch leider im zweiten Anlauf. Aber es sind ja immer nur ein paar Minuten, die wir dadurch verlieren. Weiter geht's. Beziehungsweise zurück geht's. Da geht es auch weiter, aber das interessiert uns für diesen Speedrun nicht, was da draußen dann nachkommt. Wir gehen jetzt zurück. Der Schalter, den wir gerade umgelegt haben, hat eine Stelle trocken gelegt und an die arbeiten wir uns jetzt vor. Kurz heilen. Ja, läuft alles
einigermaßen. Und? Noch ein paar von den Radeswiechern. Und noch einmal rein. Hier sind ein paar von diesen etwas unangenehmen Geräten. Aber nichts, womit wir nicht klarkommen. Wir sind ein tapferer kleiner Insektenritter. Uns kann nichts erschrecken. Noch nicht mal böse Dornen oben und unten. Da schießen wir einfach durch. Und manövrieren uns hier durch eine potenziell problematische Zone. Sehr flott. Hier ist die Stelle, wenn wir den Schalter vorher nicht umgelegt hätten nach dem Dung Defender, wäre hier rechts alles voll Wasser bzw. voll Säure. Das ist jetzt aber abgelaufen. Damit können wir hier rein, hier rauf. Dann müssen wir leider ein paar von diesen Fluggegnern aus dem Verkehr ziehen. Aber auch alles kein Problem, haben wir alles schon tausendmal gemacht. Rechts raus, nochmal runter. Jetzt kommt noch eine kleine unangenehme Stelle, aber mit einem vollen Soulmeter ist das vollkommen unproblematisch. Und erledigt. Das ist das Geheimnis dieser Charms, die wir da benutzen. Der Soulmeter füllt sich sehr schnell und die Zaubersprüche haben erheblich Wumms. Und damit haben wir auch schon Ismas Tier, die hier auf uns wartet. Jetzt sind wir in der Lage, weitere Eigenschaft, die wir jetzt, oder weitere Fähigkeit, die wir jetzt erworben haben, ist, damit können wir im Säurebad schwimmen. Das brauchen wir später für einen der drei Schlussgegner. Und das brauchen wir auch, um hier wieder rauszukommen. Das Problem mit Schwimmen ist, dass man während man schwimmt nicht die Waffe einsetzen kann. Und sich auch nicht heilen kann. Aber ist alles gut gegangen. So. Wir wollen jetzt auf der anderen Seite. Nein, wollen wir nicht. Wir wollen hier auf die andere Seite. Hier ist die Leitung, die wir vorhin eingeschaltet haben. Oh, hier wollten wir gar nicht hin. Wir wollen weiter nach oben. Und hier nach oben. Und hier einen Shortcut und dann sind wir, nachdem wir diesen Kamin hier raufgestiegen sind, zurück in der City of Tears und haben das Wesentliche für diese Folge schon geschafft. Die Dame ignorieren wir, raus hier. Jetzt bleibt eigentlich nur noch einen tatsächlichen Speedrunning-Trick hier anzuwenden. Das macht das Ganze natürlich dann auch ein bisschen interessant und spannend, denn das kann auch sehr leicht schief gehen. Ist aber nicht gefährlich, es geht jetzt nur darum, ob wir Zeit verlieren oder nicht. Und zwar müssen wir auf diesen Absatz da oben. Es gibt im Spiel eine weitere... Ja, das war schon mal nix. Es gibt im Spiel eine weitere Fähigkeit, Mothwings, den Mothwing Cloak. Die haben wir nicht und die holen wir uns auch nicht. Die brauchen wir nämlich für nichts, außer für diese eine Stelle, an der wir gerade sind. Der Mothwing Cloak erlaubt uns, auf dem Höhepunkt eines Sprungs noch ein zweites Mal zu springen. Okay, zweiter Versuch gescheitert. Damit kommt man dann auf
etwas höhere Absätze wie den da, den wir da gerade zu klettern versuchen. Aber es gibt einen Workaround, den Speedrunner entwickelt haben. Und das ist in diesem Fall hier dieser Hintergrund, dieses Hintergrundobjekt, das da steht. Wenn ich auf dem Höhepunkt des Sprungs einmal dagegen schlage, drückt es mich noch ein bisschen nach oben. Und dann kann ich mich gegen die Wand steuern und an der Wand entlang nach oben springen. Und dann habe ich diesen Sprung erledigt, ohne die vielen Minuten, die man braucht, um diese Eigenschaft zu bekommen, investieren zu müssen. Jetzt wäre es ganz gut, wenn ich hier jetzt nicht sterbe auf den letzten Metern, denn das würde uns zurückbringen auf die Bank in Royal Waterways. Das ist nicht real. Wir können jetzt nochmal ein paar von diesen Flugnerven sägen. Aber alles kein Problem. Und damit sind wir durch. Das war eine eher kurze Folge. Wir gehen jetzt hier noch nach oben. Und dann nach links. Und damit haben wir das Ende erreicht. Danke fürs Zuschauen. Nächstes Mal erledigen wir den ersten der Dreamer. Lorien, glaube ich, oben hier im Turm. Da kommen jetzt ein paar etwas haarige Stellen. Deswegen machen wir da eine eigene Folge draus, denn das kann ein bisschen länger dauern. Für heute, das ging alles sehr schön, sehr flott. Einmal dank Defender verloren, aber was soll's. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.